4. April 2023, neues Museum zu Berlin. Könnten Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Matthias Lehr. Ich bin meines Zeichens Gold- und Silberschmied und habe ein ganz spezielles Material gefunden. Bin durch einen glücklichen Zufall hinzugeführt worden, habe nämlich eine Archäologin kennengelernt. Und da ich mich immer sehr für die Antike interessiert habe, konnte sie mich gleich für ein gemeinsames Forschungsprojekt gewinnen, in dem wir das Geheimnis des schwarzen Kupfers ergründet haben. Wir haben, anders als bisher üblich, nicht alte Gegenstände angeboten, sondern haben nach den Analysedaten, die wir gefunden haben, neue Probestücke hergestellt und haben herausgefunden, dass es damals schon im alten Ägypten, also 18. Dynastie, die Möglichkeit gab, ein besonders tiefschwarz erscheinendes Kupfer zu generieren, indem man diesem Kupfer noch Zusätze in Spurenquantität von Gold, Silber, Arsen, Blei, Eisen hinzugefügt hat. Wir haben das alles rekonstruiert und für mich ist ein schönes Material dabei übrig geblieben. Und wir haben eine Publikation in Japan gemacht, 2 Jahre später. Was ist der Unterschied zwischen Corinthium S und Niello? Ein ganz großer Unterschied ist zwischen Niello und Corinthium S, dass bei Niello das Schwefel eine sehr große Rolle spielt. Und dabei handelt es sich eigentlich um eine Art Einschmelztechnik. Das Niello wird aus Silber, Blei, Schwefel zusammengeschmolzen und hat dadurch einen sehr, sehr übereutektischen, niedrigen Schmelzpunkt. Man kann es dadurch wie Email ähnlich in Vertiefungen einfließen lassen. Eine Vertiefung, die man vorher an dem Objekt angebracht hat. Wenn man das Ganze dann abschleift, erhält man diesen schwarzen, sulfidischen, schwarzen Farbton dieses Materials Niello und setzt ihn in Kontrast zu dem Grundkörper aus Silber zum Beispiel. Anders beim Corinthium S wird tatsächlich aus Kupfer und etwas Silber, Gold oder Arsen und Eisen und Blei ein Metall, das selbsttragend ist, als kleiner Barren bis hin zu einer Folienstärke hergestellt, ausgeschmiedet. Dieser neue Metallbarren, der sehr duktil ist, wird dann als Tanchiermaterial benutzt oder eingelegt mit anderen Materialien, die dann sehr kontrastreich darauf erscheinen, wie zum Beispiel Silber oder Gold oder Kupfer. Ja, dieser hervorragenden Ausstellung im neuen Museum ist ja auch ein etwa 15-minütiger Film zu sehen, sehr faszinierend, der einen Einblick gibt in Ihre Arbeitsweise. Unglaublich, also ich war fasziniert von diesem Film und da sieht man auch Ihre Gießtechnik. Was dürfen Sie, es ist ja nicht alles in dem Film zu sehen, Sie behalten sich ja auch einige Geheimnisse. Was dürfen Sie über Ihre Gießtechnik sagen, die ja so auch vor 3000 Jahren im alten Ägypten hätte angewendet werden können? Ja, ich kann darüber eigentlich nur sagen, dass je mehr ich mich damit beschäftigen durfte, durch den Kontakt zu dieser Archäologin oder anderen Fachleuten, beziehungsweise auch durch mein intensives Studium alter Schriften, mein Wissen in der Richtung verstärkt wurde, dass die alten Techniken die besten waren. Und ich habe immer mehr reduziert, mich immer mehr von modernen Werkzeugen getrennt in meiner Werkstatt und arbeite eigentlich vorzugsweise in der Technik der Ägypter, dass ich, wenn ich zum Beispiel Hohlgegenstände gieße, den Kern zunächst selbst als Nukleus, als das Entstehungszentrum des bildhauerischen Prozesses nehme. Das war praktisch der Hohlraum, der nötig ist, um den Guss so zu machen, dass er überall ausfließt. Ich nehme praktisch von feuerfestem Material, das ich jetzt nicht ganz preisgeben darf, aber es sind grundsätzlich sehr natürliche Materialien, die eigentlich überall vorkommen. Ich nehme aus diesem feuerfesten Material einen Grundkörper und modelliere auf den dann mit reinem Bienenwachs mein Objekt auf und bringe dieses Projekt dann in ein mehr oder weniger festes Behältnis ein, versehe es aber vorher noch mit einem Gusskanal, ebenfalls aus Bienenwachs, fülle das Ganze auf mit einer Einbettmasse und lasse das erstarren und bringe es in den Ofen, um dieses Wachs dann wieder ausschmelzen zu können. Sie haben ja auch einen Tiegel, in dem Gold geschmolzen wird, weil es ist ja das Besondere, dass Sie Ihrem Corinthium S in Gold hinzufügen, echtes Gold. Auch was für ein Material muss in dieser Tiegel sein, damit er überhaupt Gold schmelzen kann? Ja gut, also wir haben tatsächlich bei diesem Material ja 96% Kupfer und Gold, die beide sehr ähnlich im Schmelzpunkt bei 1083 bzw. 1080 Grad Temperatur liegen, jetzt beim Schmelzpunkt. Das heißt, wir müssen mit diesem Material weitaus drüber liegen,
ich tippe jetzt mal, ich bin nicht so der Zahlenfachmann, aber ich tippe so auf 1500, 1600 Grad ist das Material, was ich verwende. Das kann wirklich ein sogenannter Tiegelton sein, den es auch im Fachhandel zu kaufen gibt, beziehungsweise man kann sich den auch selbst mischen, aus einem Schamott angereicherten Tonmaterial. Das ist praktisch das, was die Töpfer auch nehmen, um einen sehr hohen Brand aushaltbar zu machen. Das heißt, es wird ein Teil dieses Tons wird durch Schamott gestreckt. Und Schamott ist eigentlich nichts anderes als ein bereits gebrannter Ton, der kleingestückelt dann nochmal in die Masse mit eingemischt wird. Und dadurch erhält man eine sehr, sehr hochtemperaturresistente Masse. Aus der kann man sich Tiegel machen, selber machen. Man kann sie aber auch aus Graphit herstellen, man kann sie auch im Fachhandel beziehen. Es muss halt wirklich weit über diese 1083 Grad hinausreichen. Und in dem Film sieht man auch ganz toll das Lost Wax, wie es auf Englisch heißt. Wie würden Sie Lost Wax ins Deutsche übersetzen? Und können Sie es kurz mal anhand des Exponats kurz erläutern? Ja, Lost Wax würde ich zunächst ins Französische übersetzen als Cire perdu und dann ins Deutsche Transkauderwelsch Kieren als verlorenes Wachs. Aber es ist eigentlich im Deutschen bekannt als die verlorene Form. Mhm. Und haben das kann, so eine Form? Kann man sehen an diesem Beispiel. Mhm. Dort sollen jetzt zwei Schalen in Zukunft entstehen. Und ich habe es mal einfach im Prozess herausgerissen und mitgenommen in die Ausstellung und zeige unten auf der Platte, man muss sich das ganze Kopfüber vorstellen, unten auf der Platte ist der Einguss schon formatiert, da wird später das Material eingegossen, dann haben wir den Hauptkanal und Nebenkanäle und in der Mitte sind dann die zwei Schalen angeordnet und dieses ganze Objekt wird aus Wachs verschwunden sein. Und später aus Metall ersetzt. Und können wir als letzte Frage zum Schluss noch mal kurz zu dem Krokodil gehen? Ich finde, das ist das beeindruckendste Objekt. Und es ist ja auch auf dem Poster zu sehen zur Ausstellung. Ja. Ich bin wirklich hin und weg. Können Sie noch mal sagen, also worin besteht jetzt dieses Geheimnis? Weil Sie haben sich da ja wirklich ein Wissen angeeignet, was ganz besonders ist. Ne? Ein Know-how. Mhm. Und ja, wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um sich dieses geheime Wissen anzueignen aus dem alten Ägypten? Wie viel haben Sie investiert, um diese besonderen Arbeiten wieder aufleben zu lassen, oder diese Arbeitstechnik, diese Gusstechnik wieder aufleben zu lassen? Eine ganz ehrliche Antwort. Ja. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Geheimnis. Oh, also ich arbeite jetzt seit 20 Jahren mit dem Material und habe eigentlich erst mal 2 Jahre gebraucht, um überhaupt diese Hürden zu überwinden, die wir Kunsthandwerker aus der westlichen Hemisphäre so mit uns herumschleppen, dass wir einfach nie Zeit haben, uns wirklich geduldig mit irgendwas mit dem Projekt beschäftigen zu können. Dass wir eine völlige Überbewertung haben des Wertstoffs Gold. Mhm. Wertstoff, das ist so ein Begriff, kennen wir vom Wertstoffhof. Mhm. Immer mal dahin, wenn wir da schauen, was alles drum liegt, das ist eigentlich kein Gold. Und genau so ist es. Man muss auch das Kupfer schätzen, man muss auch alles andere schätzen. Und das hat mich eigentlich fasziniert daran, dass man jetzt mit einer ganz geringen Menge wertvollen Goldes was erreichen kann in einem Kupfergebinde, Kupfer-Silber-Gebinde. Legierung ist ja nichts anderes als ein Gebinde. Und dass das entgegen unserer normalen Vorstellungen so funktioniert, dass man nicht ganz viel Gold hat und da ein bisschen Kupfer reinmacht, sondern umgekehrt einfach ganz viel Kupfer hat und nur ein bisschen Gold reinmacht. Und das verändert aber dann an der Oberflächenpartie etwas. Also die Eigenschaften des Materials werden so verändert, dass es dann nachher, wenn es fertig ist, das Objekt, ganz anders farblich reagiert als normales Kupfer. Und das ist eigentlich das Geheimnis des Golds, schwarzen Kupfers. Und natürlich auch, dass es diese Eigenschaft behält, wenn es mal zerkratzt ist. Weil durch Hautschweiß oder... Ach, hallo. Tschüss. Ja. Genau, wenn Hautschweiß. Durch Hautschweiß. Durch Hautschweiß. Einfach durch Hautschweiß ersetzt werden kann, also sich wieder ergänzen kann. Eine selbstbildende Patina hat. Das ist einzigartig, weil das ist das Alleinstellungsmerkmal des Corinthiums, dieser schwarzen Kupferlegierung gegenüber allen anderen Bronzen. Frau Dr. Zorn hat Sie extra eingeladen heute zu der Preview. Hatten Sie einfach auch Glück, dass diese Ausstellung, diese wunderbare Ausstellung hier zustande kommt, weil auch Frau Dr. Zorn sofort eben diese Genialität auch ihrer Arbeit erkannt hat? Ich hoffe, ja. Mhm. Ich vermute, ja. Und ich bin natürlich wahnsinnig stolz und geehrt, dass meine Objekte hier so ein schönes Podium erreichen und habe es mir immer gewünscht. Ich habe ja schon gesagt, 20 Jahre arbeite ich damit mindestens und ja, es ist einfach was Außergewöhnliches und deswegen kam auch meine Anfrage, ob ich dann in diesem Kontext hier mal ausstellen darf, weil ich das einfach auch als würdig empfinde für dieses Material. Ja, und es ist scheinbar irgendwie gelungen, die Schönheiten klar
herausarbeiten zu können, beziehungsweise ja, ich habe vielleicht meine Objekte sprechen lassen, weniger mich selber. Und bin sehr, sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Bin auch sehr, sehr dankbar, dass überhaupt die ganze Ausstellung tatsächlich aus, ja, wir kennen das C-Wörtchen, Corona war vor 3 Jahren noch ein ganz großes Problem. Wussten wir alle noch nicht ganz genau, ob das überhaupt klappt. Also in mir steckt große Dankbarkeit und sehr viel Glück, dass es funktioniert hat. Dann bleibt mir nur Ihnen zu wünschen, dass ab dem 6. April hier im neuen Museum Ihre Objekte ja, vielen Menschen viel Freude bereiten werden. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Dankeschön. Gerne.